Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Firstcast TV. Wie in der letzten Folge geht es heute die Vorbereitung für den YPC Bank. Wir haben richtig, wir haben schon ganz schön versagt in der letzten Folge. Es lief nicht besonders gut. Heute, weil wir uns mit den Zandern relativ sicher fühlen, steht Barsch und Hecht auf dem Programm. Oder, Waxen? Ja, und alles, was wir gestern falsch gemacht haben, machen wir heute richtig. Bart kommt gleich noch. Viel Spaß bei der Folge. So, angekommen. Erster Wurf, direkt einen Biss gehabt. Das macht Mut. Aber manchmal, kennt ihr das, habt ihr das auch, geht direkt gut los. Man denkt, geil, und den ganzen Tag nichts. Das hoffe ich heute mal nicht. Auch hier wieder sehe ich im Wasser alte Haut von Krabben. Deswegen kann ich doch mit meinem Köder nicht ganz so schlecht sein, ey. Hier. Skirted Jig und Craw. Leicht angetrübtes Wasser, aber immer noch klar. Eigentlich sind die Bedingungen ziemlich geil, muss ich sagen. So, gerade eben am Spot angekommen. Genau wie Dustin habe ich mir auch eine Craw montiert. Wir fischen hier eine stark abfallende Uferkante. Und Dustin konnte direkt einen Biss verbuchen. Das ist ein gutes Zeichen. Und ich hoffe, dass wir euch schnell einen schönen Seebarsch präsentieren können. Hey, little Dutchie is coming. Our favorite Dutchie. Are you going for holiday, my friend? Yeah, man. I brought my suitcase. That's the worst for shore fishing. Yes, it is. But otherwise, I will break everything, and I will still. Emma, how are you? I'm good. Nice. I had a first strike, but yeah, didn't get it. No. Hey, yesterday, we've been to where you said there was three perch. Yeah. I was like a lot of gobies. Yeah. I was like playing around with them, yeah. And then all of a sudden, a huge perch, like 45 plus, under the yeti. Under the dock. Yeah, they came out and went to my lure, but insane. Didn't take it. But it was there. Yeah. It was a really big one. Okay. Let's catch one. Welcome to Bart's Tackle Shop. Now, let's see what we're gonna fish with. What you're fishing with is craw. And you? Goby. Goby. I'm gonna go for hard bait. I think the new color looks so nice. Color is so amazing. Let's give it a try. Das ist schlecht, wenn es nicht gut läuft. Oder lief. So irgendwie einen Anhaltspunkt finden. Langsam führen, schnell führen. Grund, Mittelwasser, welcher Köder. Deswegen mal ein bisschen rumprobieren. Aber wenn du halt nur zwei Bisse am Tag kriegst, dann ist die Aussagekraft auch begrenzt, muss man ehrlich sagen. Ich finde, das ist immer das Wichtigste im Turnier, in irgendwas Vertrauen zu bekommen. Irgendwie merken, was im Moment funktioniert. Und wenn man das nicht hat, dann fängt man an, sich zu verzetteln, rumzuprobieren im Turnier, und das ist nie gut. Deswegen müssen wir viel probieren heute und uns heute verzetteln und nicht morgen, wenn es losgeht. Auch wenn Dustin im ersten Wurf gleich einen Biss hatte, danach ist leider nicht mehr viel passiert und heute ist ein bisschen Tempo angesagt, deshalb Spots 10 Minuten mehr angeln, wenn nichts kommt, gleich weiter und das machen wir jetzt. Wir suchen uns den nächsten Spot. Dustin ist gerade am Checken am Handy und dann geht's weiter. Where the plate stops. Hey, you really need to work out. Yes, I know. You imagine me f someone. So, nächster Spot. Ich habe mir im Prototypen das Net Köders von Nace montiert. Oh, langsam, langsam. Boah, sieht geil aus hier, das denn unter den Bäumen da. Ja, da twitche ich jetzt mal lang, mal gucken, ob das was bringt. Not good. Have to
change out the needle. Let's see what Dustin has. I think we go for the natural color. Bringing it on a dart head. This is gonna do it. Let's see. Ja, immer noch kein Biss. Schade. Manometer, ey. Manometer. So, nach einem langen Marsch sind wir endlich am neuen Spot angekommen. Das Ding ist randvoll mit Schafen, hoffentlich auch mit Barschen. Ich versuch's weiter mit der Kurve, ab ins Wasser. Ja, irgendwie haben wir den Dreh noch nicht raus. Gestaltet sich alles noch sehr, sehr zäh. Nach der ersten Aktion von Dustin, welche direkt am Anfang war, hatten wir keinen einzigen Biss mehr zu dritt. Das kann doch nicht sein, ey. Boah, hartes Brot hier, selbst in Holland. Hey Jungs, wir müssen angeln, komm! Dustin eilt voraus und hat uns hinterher gepfiffen. Wir haben nicht viel Zeit heute, deshalb keine weitere Zeit bei den Schafen verplempern und ab zum Dustin. So, Barsch war eine Nullnummer. Predator 5 Inch montiert. Und jetzt geht's zu einer Schleuse. Und mal schauen, ob wir da einen Zander fangen können. Dustin, du warst schon ein paar Mal hier, oder? Ich war schon ein paar Mal hier. Die Leute kennen den Spot vielleicht. Die Leute kennen den Spot und nicht nur die Leute. Nee, die, auch deine Gegner. Auch meine Gegner waren jetzt schon hier. Ja, das ist halt, ist man selbst schuld, ne? Aber gut, im Wettkampf muss man performen und dann muss man halt auch an Spots gehen, die dann vermutlich von anderen gefischt werden. So, so jetzt ist der Ton weg, Jungs. Ja, dann brauchst du nichts sagen, Alter, wenn der Ton weg ist. Noch habe ich ihn ja. Ja, was habe ich gesagt? Schreibt's mal in die Kommentare. Unter denen, die es richtig beantworten, verlosen wir eine Days One. So, ihr seht, Nays Youngsters dabei. Unterstützt uns, Abel. First, the young before the beautiful ones. Becky! Ich renne! Ich will erst am Spot sein. Kannst du mal kurz auf Seite gehen? Ich hab da vorne einen Spot gesehen. Hör mal auf jetzt, du Jan Eggers, Alter. Junge, Junge, Junge. Boah. Deshalb liebe ich den Spot so. Erster Wurf Biss. Leider nicht bekommen. Aber es macht auf jeden Fall Hoffnung, dass hier was geht. Und man muss sagen, es ist natürlich auch ein Spot dann einfach, wo man tagsüber hingehen kann. Oh, Follower. War hast du gesehen, was es war? Nee, hast du es gesehen? Nein, leider nicht. Sah aus wie ein Zander eigentlich. Oder Rapfen. Wo man auch tagsüber hingehen kann, zur schlechten Zeit, weil wir haben jetzt mittags und trotzdem direkt einen Biss bekommen. Ich glaube, ich werde hier aber im Wettkampf mit einer längeren Route anreiten, weil je weiter man rüberkommt, desto besser. Fühlt sich fast an wie Game Over bei uns hier, oder? Ist so. Jetzt mal ohne Spaß. Stell dir mal vor, so im Turnier, 2 Tage. Kann alles passieren. Das ist Angeln, wa? Das ist Angeln. Du fährst nach Hause. Ja, das man den Dreh heute noch nicht raus. Heute vor allem. Gestern war super. Ja, gestern war super. Scheiße. Ha. Woran hat es hier liegen? So, ab zum nächsten Spot. Wir werden immer mehr. Mittlerweile sind wir jetzt, wie viel sind wir? 5 Mann haben hier echt einen Minispot. Thais ist gekommen. Und er meint, hier wäre ein geiler Spot. Wobei ich mich gerade frage, wo ich angeln soll. Weil hier überall jetzt schon Schnüre sind.
line broke. Camera. Wir hatten Fisch gegangen. Fisch? Ja. Yeah. Ja, schöner Barsch. Wir können hier direkt auf den Grill. Das würde uns leider nicht so weit bringen für die Competition, aber egal. First fish for today, my yes. friend. Small fish. Ja, Abel konnte zwar einen kleinen Barsch fangen, aber so richtig das, was wir wollten, war das auch nicht, oder Dustin? Was wir wollten, war das auf jeden Fall nicht. Das war ein Satz mit X, wa? Thanks for the spot, Thais. Gerade habe ich noch gesagt, ich bin froh, dass Thais dabei ist, weil er immer gute Spots kennt. Damit hat er sich schon mal ganz schön nicht mit Ruhm bekleckert. Ha? Los, nächster Spot. Run and gun, run and drive. Caught something? Caught fish? Had a bite? Und wieder ein Spotwechsel. Wir sind jetzt unter einer Brücke angekommen. Da hinten ist richtig Radau im Wasser. Die Kinder spielen da, planschen rum. Mag ich eigentlich nicht so, aber jetzt sind wir hier, machen wir ein paar Würfe. Irgendwie fühlt sich das alles noch nicht so richtig an. Der Plan steht noch nicht und wir sind auch eigentlich viel zu viele Angler für einen Spot immer. Aber was soll's, wir angeln einfach weiter. Fisch! No, small perch. Oh no, what's that? What the fuck? But it ate the lure. That's a brass. It's not a bream, it's a hybrid, right? Mein erster Fisch, gebissen. Zählt nicht im YPC. It's not a Hofblei. Ah. It has bigger eyes. Yeah. You can see it in the distance. It's Güster in German. Yeah, I think yeah. so. Go there. Bro. Yeah. So, auf dem Weg zum nächsten Spot ist uns hier ein schöner kleiner Graben aufgefallen. Sind einfach mal angehalten, man darf hier angeln. Wir probieren es mal. Hecht, Spinnerbait. Mal gucken, ob was geht. Ihr wisst ja, heute ging bis jetzt noch nicht so viel. Oh ja! Lost it! Krasser Biss. Hui, hui, hui. Oh, alter Schalter, der wollte den haben. Großer Fisch? Nee, aber guter Biss. Ja, und Wertungsfisch halt. Ne? Das ist schon mal ein gutes Zeichen, oder? Oh, ja, next one. Wieder verloren. GoPro Leaf. Du musst richtig hier zwischen den Seerosen Topwater machen. Ich schwör's dir, die gehen da rauf. Oh, oh. Alter, der war groß. Oh. Junge, das war ein 70er. Mann, ey, aber meint ihr, das ist wirklich gut, aber ist jetzt einfach Glück? Ja, da steht hier schon Hecht drin, ne? Muss ja. Ich glaube, einen großen fängst du hier nicht so schnell. Obwohl es hier eigentlich aussieht wie ein relativ großes Gewässer. Aber schon sehr flach oft. Also ich glaube, einen 90er kannst du hier schon fangen. Aber einen richtig großen Polderhecht habe ich noch nie gesehen. Was denkst du, Becky? Ich habe gerade so eine Leere in mir. Ich denke gerade an nichts. Ich schaue auf den Boden. Ich schaue auf den Boden und
auf die Dürre. Schau auf die Dürre. Denn du trägst keine Liebe in dir. So, das war hier der letzte Wurf an dem Spot. Ist auf jeden Fall eine Option. Drei Fische drauf gehabt, alle verloren zwar, aber die waren aktiv und waren da. War halt ein bisschen Pech. Gute Information fürs Turnier. Und das ist genau das, was ich euch erklärt habe vorhin. So ein bisschen Vertrauen in eine Sache zu bekommen. Jetzt habe ich zumindest richtig Aktionen auf dem Spinnerbait gehabt. Zumindest mal eine Köder, eine Geschwindigkeit, eine Tiefe und so, wo man sich irgendwie entlanghangeln kann. Bis dann! So, jetzt ist bei mir der erste hängen geblieben. Der hat vielleicht 55 cm. Dustin, ich glaube, du musst mich an den Beinen festhalten. Hey, lauf da einfach hier rüber. Denkst du, ich komme da runter? Ah, nee. Ich kann auch an den Beinen festhalten, wie du willst. Ja, so. Ja. Kommst du ran? Kommst du ran? Hau dir das Ding bitte nicht in die Hand. Hast du? Vorsicht, Kopf, vorsicht, Kopf. Oh. Der erste Fisch der neuen Saison für mich. Yay! Ein kleiner Hecht auf dem Maze Runner. Aber 50 hat er auch. In Größe M. Kein Gigant, aber würde ein paar Punkte für das Ding geben. Der Kleine darf natürlich gleich wieder zurück. Weg, SA. Das war eine schwere Geburt. Der erste Fisch der Saison. Kein großer Fisch, aber nach sehr langen Durststrecke freut man sich auch über den. Ja, wir wollten ja eigentlich weiter, aber da ich jetzt hier doch auch drei Kontakte hatte, haben wir hier nochmal gestoppt und Becky hat dann wirklich direkt einen schönen Hecht, also einen Hecht drauf bekommen. Fürs Turnier wäre der wichtig. Ja, spannend. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen weiter hier angeln und gucken, ob man hier ein paar größere kriegt. Das ist natürlich fürs Turnier auch immer gut zu wissen. Wenn die jetzt alle die Größe haben, dann ist es schwierig, aber ich bin erstmal guter Dinge. Ich würde sagen, wenn jetzt nochmal eine geile Ecke kommt, die wir jetzt sehen, halten wir nochmal. Ansonsten gehen wir nochmal in den Fluss. Bis gleich. So, ein letzter Angriff. Ich montiere mir ein Chatterbait. Chatterbait! Den ich mal bei Dustin aus der Box geklaut habe. So, nachdem wir jetzt das fünfte Mal verscheucht wurden, obwohl auf dem Fischplatz ganz klar steht, dass man hier angeln darf, ist uns auch ein bisschen die Lust vergangen. Das heißt, wir brechen ab. Morgen ist auch ein harter Tag. Erster Wettkampftag. Fühle mich nicht so gut. Echt schwierige Vorbereitung. Mal gucken. Ja, lief nicht geil, aber die Vergangenheit hat bewiesen, wenn das Training schlecht läuft, dann ist das Turnier oft umso besser. Ich drücke dir die Daumen, lieber. Toi, toi, toi. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.